Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Japan in Suzuka, beim viertletzten Lauf der neunten Saison der Meilenkehre angekommen. Ja, nach einem erwarteten, schwierigen, richtig schwierigen Singapur-Rennen, aber auch Gasly hat ein schweres Rennen gehabt. Die beiden WM-Rivalen, also wir und Pierre, nur auf den Plätzen 8 und 9 am Ende. Pierre hat nur in Singapur 2 Punkte mehr holen können als wir. Und das ist natürlich schon. Puh, also hätte der das Ding gewonnen, dann glaube ich, puh. Das. Boah, also ich glaube, dann hätten wir uns auf jeden Fall vom WM-Titel schon verabschieden können. So sind es nur in Anführungszeichen 26 Punkte, die wir Rückstand auf Pierre haben. Und auf jeden Fall 4 Rennen einholbar trotzdem. Aber ich denke auch, dass das bei ihm in Singapur nur eine einmalige Sache war. Und ich glaube immer noch dabei, der hat ein Problem mit dem Auto gehabt. Weil der hatte eine Phase, der war da echt grottenlangsam, könnte man sagen. Also irgendwie, wir konnten ja sogar mithalten mal für ein paar Runden mit ihm, so ziemlich. Das ist ja untypisch. Also es ist ja, gemacht gar keinen Sinn. Wir waren die mit Abstand langsamsten, so gefühlt zumindest. Nicht mit Abstand, aber schon die langsamsten auf jeden Fall. Und da war Pia halt in diesem Fall sogar langsamer als wir. Also das macht ja gar keinen Sinn eigentlich. So, jetzt haben wir hier die beiden Tage. Oh, wir können, okay, machen wir halt für Michael Boosten. Der hat ein gutes Rennen gehabt, der hat ein Podium geschafft in Singapur. Und für den dritten Platz hat sich damit, denke ich, jetzt sogar safe gefestigt gegen Platz 4, also auf Platz 3. Platz 3 wird es Maximum, denke ich, sein. Obwohl, ja, da ist auch gar nicht mehr so weit weg von uns eigentlich. Nicht mal mehr 29 Punkte, glaube ich. Auch, also ist ja ungefähr genau derselbe Abstand, den wir auf Pierre haben. Na, 3 Punkte mehr noch. Also. Noch, also auch er hat noch eine Chance theoretisch gegen uns natürlich. Ne? Also für seine erste Saison, so seit 18 Jahren oder so, sein Comeback in der Formel 1, macht er echt einen guten Job, muss man sagen. Ne? So, was wir jetzt als erstes mal machen, wenn wir das Uhr hinter uns haben, diese ganzen Abteilungen hier jetzt einfach mal safen. Machen wir jetzt einfach ganz schnell. Zack, zack, zack. Ganz schnell. Sind ja 3 Abteilungen, die wir zu retten haben, ja. Gar kein Problem natürlich. So. Ihr wie so schnell, damit es nicht auf die Augen für euch geht. Das kann ich auch nicht versprechen. Wir wollen ja schnell hier machen. Ich würde es gerne an Kartoffeln zeigen. Für den Fall der Fälle, ich vergesse hier irgendetwas, dass ihr mich darauf aufmerksam machen könnt. Hauptsache die beiden Abteilungen nach. Trapezierfähigkeit ist mir eigentlich Banane, aber. Obwohl! So ganz Banane solltet ihr auch nicht sein. Klar, ne? Ah, ich schon. Okay. Und die Strapazierfähigkeit noch. Ja, wenn wir die Hälfte der Upgrades natürlich. Oh, was wollt ihr denn? Die Hälfte der Upgrades verlieren natürlich, aber gut, das lässt sich nun mal nicht ändern. Ah. So. Dauert aber echt lange. Ja, 5 Teile noch. Jetzt. 3 Teile noch. Zack und zack. So, alles gerettet und wir haben immer noch über 142. 1000 Ressourcenpunkte, perfekt. Das ist echt immer lustig. Wir hätten sogar auch die Fassi-Abteilung noch retten können und das Easy. Wir hätten noch 100 weitere Befehle retten können, wenn es das gäbe. Aber okay, jetzt die 3 Tage Vorspulen und ab ins Rennwochenende. Neue Teile? Was bist denn du jetzt? Hä? Was für neue Teile, du Vollidiot? Chef mal wieder. Boah, eine gute Runde, eine gute Anfangsrunde für den Anfang schon mal. Tut sich immer gut, auf so eine Strecke wie in Japan. 25,9. Boah, Noffa. Okay, gut, Noffa lag, das ist nicht so aussagekräftig, aber vor sein schon mal. Das kann doch ganz gut was heißen. Ja, und auf einem schönen, safen 8. Platz kommen wir für Q1 weiter mit einem One. Knapp 4 Zehntel. Weg von der Spitze, Leclerc wieder davon. Lawson im Williams auf 2. Wo kommt denn das bitte schön her? Vesti auf 6, auch richtig stark mit diesem Alfa Romeo. Oh,
Sainz auch noch. Sainz und Russell sind raus. Alles klar. George Russell mal wieder. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, meine Güte. Stroll kann ja mal was. Da schlägt ja sein Teamkollegen. Hey, das ist ja auch fast eine Premiere. Boah, Gasly schon mal mit einer ganz guten Zeit, glaube ich. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, habe jetzt eher auf meine Aufnahme gerade geguckt. Aber unsere Runde kann sich auf jeden Fall auch gut sehen lassen, würde ich sagen. Und zwar voll und ganz. War ein bisschen sehr wild durch diese letzten beiden Schikanen. Ganz perfekt getroffen war es nicht, aber eine 8,25,8. Eine 10. schneller als Q1. Aber sie war auch gut. Oh, okay, und von Gasly war es doch gar keine so gute Runde offensichtlich. Weil der ist gerade mal nicht in den Top 5 ist. Oh, Gasly, wie es wissen auf jeden Fall. Der, wie es wissen, Doppelführung gerade auch von Frankreich. Gasly vor Ocon. Bestia auch in Q3 hier jetzt tatsächlich in den Top 10. Wow, der ist stark aufgelegt. Eine Tausendstel für uns. Okay. Michael ist raus. Oh. Bitte, Mann. Ja, auch ihm fehlt es so ein bisschen an Konstantheit natürlich. Aber ich denke, es sollte jetzt auch nicht so fatal sein für Platz 3 in der Fahrer-WM. Ah, obwohl es so verdammt war, ist gerade Dritter. Der ist halt gerade sein ärgster Verfolger. Ah, man weiß nicht. Er ist aber nicht so gut. Beim Red Bull in der Konstrukteurs-WM hängt uns halt im Nacken. Komplett. Also, puh, weiß ich nicht. Bei der Alpine sind auch weiter übrigens. Auch das ist für Alpine-Verhältnisse stark, natürlich. Okay, auf ins letzte Qualifying. Los geht's. Oh, das war eine super Runde. Das war eine super, super Runde. Wohin bringt es die am Ende? Schön eng fahren. Auf Platz 2. Oh, let's go, Mann. Puh, war schon mal anstrengend jetzt auf jeden Fall noch. Okay, Leclerc. Okay, warum auch nicht 13. Okay, ja. Ja gut, also gegen den wäre auf jeden Fall nichts gegangen. Das war auch einfach eine perfekte Runde von uns. Das ist, glaube ich, auch mit Abstand unsere beste Runde, kann das sein? Oder hatten wir vorhin eine 24,8? Ich glaube, eine 25,8, ne? Dann wäre das auf jeden Fall deutlich schneller. Aber ich weiß nicht genau. Kann nur sein, es war sogar langsam, aber glaube ich nicht mehr. Also ich glaube, alle haben jetzt ganz schöne Schippe nochmal draufgelegt. Vor allem Leclerc, wenn man sich das so ansieht. Aber Vesti 6. irgendwie gefühlt das ganze Qualifying, habe ich das Gefühl. Also, das hat seine Pace auf jeden Fall gut bestätigt auf diesem Platz 6. Pierre natürlich stark dabei, Ocon wieder meldet sich da vorne auch mit, vor allem weil Hauger auch nicht mehr mit dabei ist, sehe ich gerade, der scheint schon wieder in Q2 mindestens rausgeflogen zu sein. Ja gut, auf ins Rennen, mal sehen, ob wir irgendetwas gegen Leclerc entgegensetzen können, aber leicht wird es glaube ich nicht, aber gut, Leclerc ist halt auch nicht unser Hauptgegner, sondern das ist Gasly. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der Glückspilz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Vesti, Doohan, Verstappen, Theo Pourchaire, Tsunoda, Liam Lawson, Michael Schumacher, Sargent, Yuri Vips, Joe, Russell, De Vries, Sainz.
Roman Verschoor, Stroll, Hauge und Clément Nowalak. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Clément heißt da also unser Nowalak. Hat man bisher nicht gehört, man hat ihn immer nur unter Nowalak halt irgendwie, haben die Kommentatoren immer gesagt. Aber jetzt wissen wir mal, wie er auch mit Vornamen ausgesprochen wird, meine ich. Wie er geschrieben wird die ganze Zeit, war mir schon klar, aber wie er ausgesprochen wird, keine Ahnung. Was sind da für einen überhaupt? Aus welcher Nation kommt der? Also Clément, klingt der jetzt irgendwie auch französisch, oder? Clément, irgendwie, keine Ahnung, immer dieses Or, Clor oder so, ne? Das, wie Le Mans, ne? Könnte Französisch, also er könnte Franzose sein vielleicht. Keine Ahnung. Aber wenn er Franzose wirklich ist, also schreibt mir in die Kommentare, wer das weiß, ob das, was, woher der kommt, ob der Franzose ist oder was weiß ich noch. Also wenn ja, dann haben wir mittlerweile in dieser Formel 1 schon ganz schön viele Franzosen am Start. Gasly, Ocon, Pocher, Nowalak, wenn er einer ist. Na? Wahrscheinlich sogar noch wer vielleicht, keine Ahnung. Also sicher eigentlich ist mittlerweile dabei, wenn Nowalak vor allem auch einer ist. So, Hard Medium, boah, immer die mit ihren Hard Medium. Ja, aber die Softs gefallen mir halt wirklich bodenlos nicht. Absolut gar nicht. Auch Benzin können wir ja schön runterballern noch ein bisschen bis zu 18,5 und dann legen wir los. Ja, okay, natürlich. Na, zumindest eine gute Reaktion. Ah, genauso wie Gas, okay, genauso wie Pierre, der ist direkt auf 2 verschießt, alles klar. Wir gewinnen Start, Pierre ist 2 direkt, ja perfekt. Perfekt! Aber hey, wir sind für vorne zumindest schon mal. Wir sind hier vorne, das führende Auto. Aber mit harten Reifen jetzt, boah ey. Gibt leichtere Aufgaben auf jeden Fall. Das ist glaube ich klar. Aber wir sind die harten ja auch gar nicht so schlecht. Ich glaube mit Softs würde ich dann wieder irgendwann durchdrehen. Boah, wir können uns aber gefühlt absetzen von Pierre gerade, what? Aber ich traue dem noch nicht so ganz, weil der im ersten Sektor war schon immer stark. Aber egal, ob es harte Reifen sind, gegen mögliche Softs dann halt einfach. Na, ist ja wieder dran zum Beispiel, ja? Das meine ich. Aber hier beim Rausbeschleunigen aus der Haarnadel, das läuft auch eigentlich immer sehr gut. Was ja auch verständlich ist eigentlich. Ja, aber die Harten sind von trotzdem nicht so ganz geil zu fahren natürlich, ne? Und jetzt ist auch noch das DS aktiviert gleich. Oh, okay, das war ganz schön gecuttet. Und die Pötter weggeballert, ne? Ganz große Klasse. Oh, aber vorher ist die schnellste Runde auch. Die auch niemand kontern kann aktuell. Oh, jetzt wird der erste Angriff von Pierre kommen. Aber die KI auf dieser Rennstrecke, die zieht es doch nicht da innen durch oder da außen, ja. Da ist übrigens auch die KI-Schwäche, die wir ausnutzen können dann, um das Ding sowieso sehr lange anführen zu können oder vielleicht sogar bis zum Ende, wenn es gut läuft. Im letzten sind haben wir halt dann gleiche Reifen wie die anderen, ne? Auch Mediums. Und trotzdem denke ich, tun wir uns für die harten Reifen gar nicht mal so dumm oder schlecht anstellen. Die harten fühlen sich echt gut an, bin ich ehrlich. Die fühlen sich echt sehr gut an. Aber wenn es Soft zu wäre? Ich weiß ja nicht. Bin ich ehrlich. Wenn die Software noch bald mal einpressen, dann können wir uns das sogar absetzen, wer weiß. Sieht fast jetzt schon danach aus, manchmal, an manchen Stellen zumindest. Noch nicht überall, natürlich, aber an manchen Stellen sieht es schon manchmal danach aus. Oh, oh. Oh, aber der Red Bull Top Speed lässt wieder grüßen. Ja, Pierre will. Der will auf jeden Fall hier uns das Rennen nicht gönnen, dass wir es gewinnen. Er will selbst gewinnen, das merkt man. Er will so schnell wie möglich wieder Weltmeister werden. Aber das würde ich um jeden Preis gern verhindern wollen, mein lieber Pierre. Du hast schon 3 Titel, ich werde aber auch mal meinen dritten langsam. Oh, wie sie. Oh, ob das so clever war da. Ja, da war clever, egal. Der Außen, die das ohne Duffel dazu früh bremst. Oh, was macht Pierre da jetzt? Eieiei.
Die Assets sind immer wieder richtig einfach genügend zu fahren, ey. Vor allem mit so einem Vollgap genau, macht das echt bomb, mega, mega Spaß. Oh, ist Pierre aber nah dran. Wieder. Ja, wir bleiben mal dafür außen. Weil das hier schön die KI-Schwäche ist. Die wir dann schön ausnutzen können. Und das tun wir schön ausnutzen. Let's go, Mann. Aber die harten Reifen finde ich wieder langsam nicht mehr so toll an. Auch mit, weil nur eher Krampf als schnelles Fahren. Oh, jetzt brechen die Softs ein. Eine Sekunde auf Pierre. Wir sollen jetzt auch in der Runde schon in die Box kommen. Aber nichts dagegen. Dann bekommen wir noch keinen Undercut von den beiden da hinten. Der Rest ist aber schon weit weg. 3 Sekunden ist schon sozusagen Pierres Tür und so. Ja gut, dann würde ich sagen, geht ein bisschen in die Box für die Mediums. Ah, nicht optimal getroffen die Kurve, aber jetzt ab an die Box für die Mediums. Wer kommt? Ah, die beiden da vorne fahren sogar noch weiter. Alle fahren noch weiter, okay, wir sind sogar die ersten. Aber wir kommen mit Softs eher, mit harten Reifen eher ran als die mit Softs, okay. Ja, das macht natürlich immer sehr viel Sinn. Aber gut, soll mir recht sein. Oh, obwohl, ah, die Haas. Oh, die Haas. Abgeschlagen hinten. Oh, wir sind aber nicht die einzigen, die in der die Box sind. Oh, Mann. Oh, nö. Es gegen beide Haas. Och, nö. Ich war doch gar nicht mal so schlecht, noch eine Runde länger zu machen. Oh, nein. Oh, kommst du, geh weg, bitte. Geh weg. Kollege, geh weg einfach bloß. Was macht der eigentlich noch vom Einzelnen hier? Der ist so grottenlangsam mittlerweile. Der war nie wirklich schnell, aber Krabbe Haas ist ja echt bodenlos, was der da abreißt. Okay, noch hat uns sogar aufgehalten und jetzt können wir uns selbst überholen. Oh oh. Jetzt einfach innen rein. Hier innen rein und vorbei. Let's go. Ah, schönes Manöver zumindest. Können wir uns nur Verlack schnappen, bevor der in die Box hat? Das wäre doch nicht cool irgendwie. Wenn nämlich beide Hasen überholen. Auf der Strecke. Oder er kriegt, gibt uns auf jeden Fall nochmal für ein DS mit, aber merke ich gerade. Oh, danke, nur Verlack. Es klingt irgendwie unter Nachname. Hört sich französisch irgendwie an, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal selbst googeln, ob der französisch ist oder nicht. Interessiert mich jetzt mal sehr. Bei Clement oder wie das aussieht. Oh! Ich von Eieiei. Oh, noch von der Pferd noch. Nice. Oh, beide wird befahren. Oh, noch beide. Morgen, die machen immer wieder was. Jetzt mal hier schön vorbei. Noch von Lack. Eieiei. Boah, wir sind deutlich vor Leclerc. Alles klar. Alles klärchen. Sehr gut, oder oh, die fahren perfekt in die Box. Die erste bekommen wir dann nicht. Ah, Mann, das hatten wir leider knapp verfehlt. Ja, verdammt, wieder als erstes in der Box. Gas, ich werde noch eine Runde länger. Ich weiß nicht, was Red Bull immer vorhat. Warum die Pierre immer als letztes reinholen, gefühlt. Das kann doch nicht mehr schnell sein, was Pierre hier macht. Check ich nicht. Na gut, kann ja unsere Gasen eigentlich. Für uns ist ja eigentlich gut. Jetzt ist Pierre aber in der Box. Wenigstens geht er auf die Mediums und nicht auf die harten. Das hätte ich mir so noch zugetraut. Oder Red Bull. Naja, und Gasly wird verlieren. Gasly wird verlieren gegen Leclerc zumindest mal. Und. Oh, es kommt nur auf die Karte gerade. Oh, er hat Glück. Er bleibt immerhin vor dieser Gruppe. Aber ganz haarscharf. Hätte doch richtig übel ausgehen können für Pierre jetzt.
Und dass es für Platz 6 oder nur noch am Ende ist. Also, naja, gut, hat nur einen Platz verloren. Damit hat Red Bull noch einigermaßen Kram gehalten. Aber hätten wir mal reagiert auf Leclerc-Stop oder wir eher reinkommen, da hätten wir das so halten können auf Platz 2 mindestens. Boah, Leader im letzten Sektor sogar nochmal, ja, hat sich so angefühlt. Aber Leclerc ist trotzdem schnell. Der ist schneller als wir auf jeden Fall. Naja, gut, aber auch schneller ist, mein. Auf dieser Strecke kann man kaum überholen. Hat man ja vorhin gegen Gasly gesehen, ah, ein bisschen weit raus ist hier noch. Das wird nicht gut getan haben jetzt. Den Vorsprung gegen Leclerc. Ja, Gasly hat natürlich dadurch, dass er trotzdem länger gefahren ist, natürlich den Reifenvorteil. Das ist schon klar, ne? Also. Diesmal hat sich das gelohnt, aber ob sich das dieser Strecke gelohnt hat, glaube ich eher nicht. Wie gesagt, man kann ihn nicht gut überholen. Zumindest die KI kann hier nicht überholen, weil die zu blöd in dieser ersten Kurve ist. Als Spieler kann man es vielleicht, hat man ja gegen Stroll und gegen Nofala gesehen. Gut, die waren nur echt bodenlos langsam, aber das meine ich nun mal. Es kann gehen, wenn man es clever anstellt. Oh, Leclerc ist, lässt es auch richtig fliegen. Leclerc kommt immer näher an uns ran, aber ist trotzdem immer noch 1,7 Sekunden weg von uns. Aber Pierre ist dran an Leclerc. Und wird er vielleicht, wenn er es mal clever anstellt oder es gut macht, mal fast gegen Leclerc ausrichten können vielleicht. Da ist nämlich richtig nah dran an Leclerc auf einmal. Wow, wo kommt das auf einmal her? Ich denke, wir haben es, denke ich, trotzdem so ziemlich im Griff. Auch wenn Leclerc dran käme nochmal. Muss er auch erstmal vorbeikommen. Boah, da hängt die aber ganz schön im Getriebe, der Pierre jetzt. Auch in diesem ersten Sektor komplett. Das ist, glaube ich, nicht so normal. Aber was wir jetzt hier gerade verlieren, ist auch gerade nicht so normal. Aber die Haarnadel ist ja immerhin wieder auch unsere Stärke dann. Boah, Alter, ich sehe das hier richtig im Rückspiegel, wie nah er dem dranhängt. Der Pierre dem. Alter. Also eigentlich, wenn das. Eigentlich kann das gar nicht auf das Ziel dann verkacken. Wir könnten jetzt einfach mal ganz hinterlistig sein. Ich könnte jetzt einfach Leclerc von DS geben, damit Pierre nicht mehr vorbeikommt an Leclerc. Aber das Risiko ist mir gerade irgendwie noch nicht wert. Ich kann es in Leclerc auch so schaffen und ich glaube allgemein, Leclerc wird bald im DS-Fenster sein von uns. Davon bin ich überzeugt. Aber wir sind in der vollen Runde, lol. Okay. Das ist ein bisschen schneller jetzt vorbeigegangen, das Rennen, als ich dachte. Und Leclerc ist bisher noch nicht in diesen zweiten Szenen trotzdem in den DS-Fenster gekommen. Weil gefühlt ist er auch wieder ein bisschen nachhaft, das Gefühl jetzt. Boah, ist der nah dran, ey. Ich gucke nur auf die Karte, Junge. Oder auf die Zeitentabelle. nicht optimal? Ja, was soll's mit nicht optimal. Aber Leclerc hat es offensichtlich auch nicht gut hinbekommen. Hat auch ganz schön viel Zeitkraft verloren dabei. Alter, ist er nah dran. Oh, jetzt gibt's den Angriff. Jetzt gibt's den Angriff, glaube ich, oder? Ah, es gab ihn, aber der Klepp bleibt irgendwie vorne. Okay, interessant. Ich glaube, hier ist letzte Chance so ziemlich. Oder naja, obwohl, wenn man sie gesehen hat, was er jetzt gerade gemacht hat in dieser Schikane, dann wäre es nur die vorletzte Chance. Oh, ist der aber nah dran. Oh, jetzt gibt es einen Angriff, oder? Oder? Ah, nee, ja, ich sage ja, die KI auf dieser Strecke. Obwohl, oder? Es kann den Angriff gegeben haben, vielleicht. Da war von echt nah dran. Aber der Claire verteidigt das. Oh, nochmal gelb. Jetzt, ach du mein, in der letzten Runde gelb. Also es gab einen Angriff von Pierre, weil die haben jetzt ganz viel Zeit verloren. 2 Sekunden über. Oh, Logan Sargeant, nehmen wir erstmal an. In der letzten Runde. Boah, ist das bitter. Ah, komm, jetzt fahr das Ding nach Hause, du Depp. Kann, macht Pierre noch was? Ich gucke jetzt wirklich gerade mehr auf. Da links oben auf die Tabelle, als auf die Trennstrecke. Das sieht man, glaube ich, wie ich gerade fahre. Richtig schönes Kauderwelf zusammen. Aber ich gucke nur noch da drauf jetzt, weil es zu spannend gerade ist. Oh ja, Pierre ist nah dran, Der wird hier nochmal, der wird einen Angriff machen. Ach du meine Güte. Der wird den, das wird den Angriff geben. Oder?
Und er kommt vorbei, oder was? Der kommt vorbei in der letzten Runde. Alter, auf den letzten Metern. Der ist vorbei. Pierre überholt Leclerc in der letzten Runde. Auf den letzten Metern. Was? Oh, weniger Benzin. Ah, okay, ist egal. Er hat gerade weniger Benzin. Habe ich gerade gemerkt, habe gar nicht drauf geachtet, aber wir haben es geschafft. Ah, Pierre, ey, dieser Fuchs, Junge. Ey, da schnappt sich Leclerc auf den letzten Metern, auf der letzten Möglichkeit. Dieser Fuchs, Alter. Ganz an dem vorbeikommen. Auf einmal zündet er hier wohl nochmal den Turbo in der letzten Runde. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Oh, let's go! Trotz alledem, auch wenn Pierre jetzt am Ende Zweiter wurde. Aber wir haben das Rennen gewonnen. Zellam haben stark zurückgeschlagen nach diesem, nach diesem Singapur-Rennen. Wochenende oder allgemein. Die beiden, die im letzten Wochenende 8. und 9. wurden, jetzt wieder dort, wo man sie erwartet, immer wieder gerne. Auf 1 und 2. Nur die Reihenfolge ist immer fragwürdig dabei, aber wir haben es geschafft gegen Pierre. Und der hat es wirklich einfach in der letzten Runde. Jetzt würde ich mir so gerne mal anziehen wollen. Wieder, dass er durchgezogen hat. Man kann sich ja ahnen, aber trotzdem. Mir fehlen leider ohne Punkte von 12 auf. Ja, das war irgendwie klar, dass es hier nicht so viel geben würde, wenn man hier weit hinten startet. Russell auch keine Punkte im Mercedes. Haben wir hier eine Überraschung vielleicht? Beide Alpinen stark in den Punkten. Ocon 5. Macht mehr Punkte als Verstappen, der halt 3., 4. der WM ist. Das wird noch ein spannender Dreikampf auf jeden Fall um Platz 4. Verstappen, Leclerc und Ocon. Und vielleicht auch noch Michael sogar. Wird es sogar ein Vierkampf, weil Michael, wenn das in den letzten Rennen so weitergeht, sind nur 30 Punkte, die er Vorsprung auf Verstappen hat, ne? Also wer weiß, aber ich denke, das ist meistens immer nur ein Rennen und danach ist er wieder on fire eigentlich, der Michael. Also ich glaube, das bleibt erstmal wieder nur die Ausnahme jetzt. Da haben wir nur 18 Punkte weg von Pierre. Trotz alledem. Trotz zwei Motorschäden, er hat noch keinen. Aber, naja, gut. Trotzdem kann da viel passieren natürlich. Und ich würde jetzt auch nicht alles auf die Motorschäden schieben, dass wir es verloren haben. Ich meine, wir hatten in Zandvoort ein grottenschlechtes Rennen. Und halt auch in Singapur. Okay, hatte Pierre auch dann, aber vor allem Zandvoort halt, das kann man darauf auch da aufschieben, einfach weil die Pace nicht da war für uns. Na, also somit, ja. Und wir haben genauso viele Punkte geholt wie Red Bull übrigens. Wir 26, Red Bull auch 26. Alter, ist das ein spannendes Duell um den Konstrukteursweltmeistertitel. 2000 haben wir uns die nächste Runde gesichert gegen Leclerc. Wow. Das ist auch nicht schlecht. Ganz, ganz knapp. Aber wir haben mal wieder eine schnellste Runde übrigens, ne? Die zweite in der Saison, hey. Wir können doch noch eine schnellste Runde fahren. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal an. Na, ja, Pierre ist halt auch so richtig nah dran. Oh, und dann rutscht Leclerc auch noch zweimal. Ah, ja, okay. Da war er hier von so nah dran. Dann hat der Red Bull Top Speed konnte viel durchziehen. Na, wohl, der Top Speed. Ja, er hat es durchgezogen. Hat es gut gemacht. Ja, aber er hat es richtig gut gemacht. Hier. Und da schießt er da einen vorbei. Ja, also, das war einfach wirklich ein Move. Also wenn er mit Weltmeister wird, dann auf jeden Fall auch, also dann auf jeden Fall auch verdient. Ne? Also, ich will jetzt nicht alles auf nur unsere Motorschäden aufschieben, dann. Wir haben zwar viel mehr Siege gefühlt, auf jeden Fall als Gasly. Müsste schon der 5. jetzt sein, oder der 6. sogar in der Saison. Pierre hat bisher nur 2. Das sagt schon auch was, aber er ist halt der Konstanteste am Ende auch wieder, ne? Und die Motorschäden, auf die kann man so eine Gans schieben. Das ist einfach so. Das ist auch einfach, Zahnfurt war halt einfach schlecht von uns. Und Pierre war da ganz gut dabei wieder, ne? Also, kann man nicht nur alles auf die Motorschäden schieben. Also wenn Pierre Weltmeister wird, dann auf jeden Fall auch verdient. Okay, beim nächsten Mal sind wir dann beim großen Preis von Austin in Texas. Ewigkeiten nicht mehr auf der Strecke gewesen. Da freue ich mich wirklich massiv drauf. Sogar am meisten als auf jeder anderen Strecke in dieser Saison sogar wirklich. Da sind wir halt wirklich in Saison 2 das letzte Mal gefahren. Ich hatte es schon mal erwähnt. Die ist dann irgendwie für mich in Vergessenheit geraten. Seit Saison 3 war die nicht mehr mit dabei. Also, weiß nicht. Ich habe die mal in Saison 3 dann einfach rausgetan. Und irgendwie habe ich die nie wieder vollgenommen. Bei jeder Püsis-Folge, wie ich schon mal gesagt habe. Die ist dann einfach vergessen geraten und bis jetzt nicht dabei gewesen. Und dann bei der letzten Püsis-Folge halt, habe ich dann Austin gesehen und habe mir gedacht, ach du Scheiße, die hat mir doch ewig von Kaiden nicht mehr, ne? Da war ich richtig schockiert. Stimmt, die gibt's ja auch noch.
Ja gut, da freue ich mich aber wirklich sehr und ist auch die Unwissenheit, wie gut stehen wir eigentlich auf dieser Strecke. Sind wir ewig nicht gefahren, noch nie mit einem guten Auto, noch nie mit einem vollgeupgradeten Auto. Das wird eine ganz schön coole Erfahrung, denke ich, auch werden. Übrigens haben wir in dieser Saison bisher 5 Siege. Ja, 5 Siege, Pierre halt 2. Aber dafür hat er 5 zweite Plätze, nicht nee, 6 zweite Plätze, während wir 3 zweite Plätze haben und ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn Pierre Weltmeister wird, dann verdient, kann man nicht nur auf unsere Motorschäden schieben. Auch einfach Singapur und Zandvoort waren einfach nicht gut genug. Na? Also, das muss man fairerweise dann auch so sagen. Das war's jetzt, bis zum nächsten Mal und ciao.